Oliver Glasner jubelt und gefühlt das ganze Cup Now mit Eintracht Frankfurt. Zur Halbzeit führen sie mit 2:0 gegen den FC Barcelona. Schlüssel wahrscheinlich auch. Auch bei der Aktion, Boré schaut noch links, ob Kostic mitläuft, sieht ihn nicht und zieht er einfach mal ab. Also Wahnsinnsspiel von Frankfurt. Und Barca komplett raus irgendwie, ne? Die schaffen es irgendwie nicht so richtig, eine Torchance vorne. Ja, nach dem 1-0 waren sie gar nicht so schlecht im Spiel. Haben immer wieder mal auch versucht über Aktionen. Sie haben immer wieder das Spiel in die Breite gezogen, von links nach rechts. Und aber so eine richtig, richtig gute Torchance haben wir einfach bis jetzt noch nicht gesehen. Und Frankfurt hat so ein paar Umschaltmomente noch gehabt, wo sie wesentlich besser noch abschließen hätten können. Aber wie gesagt, ist alles offen noch. Also Frankfurt hat alles richtig gemacht in den ersten 45 Minuten. Hoffen wir, dass es genauso in Halbzeit Nummer 2 weitergeht. Gleich melden sich wieder Marco Hagemann und Steffen Freund live hier aus Barcelona. Timo Hardung steht bei uns, der Leiter Lizenzspielabteilung. Timo, 2:0 führt ihr hier im Camp Nou. So ein bisschen mussten sich auch einige Fans, glaube ich, schon mal zwicken. Euphorie auf den Rängen. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Muss man die Jungs jetzt einmal kurz runterholen oder wissen die selbst, dass noch nichts gewonnen ist? Ja, man würde vielleicht erwarten, dass nach so einer ersten Halbzeit natürlich die Stimmung, die Euphorie riesengroß ist. Aber ganz im Gegenteil, wir sind sehr fokussiert. Wir wissen, was wir geleistet haben in dieser ersten Halbzeit. Wir wissen aber auch, dass noch 45 Minuten harte Arbeit auf uns zukommen werden. Ihr hattet eine schwierige Phase nach dem 1:0 für euch. 26 Minuten, so bis zur 30. war es ein bisschen fahrig. Was muss da besser werden jetzt? Ich meine, gut, dass Barcelona im Ballbesitz eine super Mannschaft ist, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das wussten auch wir. Wir müssen natürlich da einfach immer hart weiterarbeiten. Das ist einfach wichtig, die letzten Meter zu gehen, die Lücken zu schließen. Barcelona lässt uns gut laufen, aber wir investieren alles und das kriegen wir eben auch zurück mit den Zweikämpfen oder den Ballgewinnen, die wir dann haben und dann eben auch den Toren, die wir daraus erzielen konnten. Ganz schnell mit bitte um kurze Antwort, was sagt Oliver Glasner, das Spiel weitermachen oder tatsächlich jetzt etwas zurückziehen? Nein, wir machen natürlich genauso weiter. Ja? Wir haben noch ein paar kleine Punkte angesprochen, aber das sind Details, das sind ein paar Meter im Stellungsspiel, die wir noch anpassen wollen. Und ansonsten wollen wir das in der zweiten Halbzeit genauso fortführen, in der Konsequenz und eben in der Zielstrebigkeit auch mit dem Ball. Vielen Dank, Timo Hardung, viel Glück und zurück zu Marco und Steffen. Sehr gerne.